Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem Halt dein Schnauze! Ein neuen Video auf meinem Kanal. Wie man schon hört, es ist relativ laut draußen. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, obwohl ich überhaupt keine Lust darauf habe, eines zu drehen, nachdem ihr seit einem halben Jahr gefragt habt. Zeig doch mal alle deine Sneaker. Ich werde heute nicht alle meine Sneaker zeigen, denn es gibt folgende Problematik. Punkt Nummer 1. Ich wollte dieses Video eigentlich erst drehen, wenn mein Kleiderkasten fertig ist. Ja, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, hier in dieser Mulde. Man hört die Waschmaschine relativ laut. Ja, ich wasche meine Wäsche. Die Oma macht das nicht immer. Das freut mich ja. Hier in dieser Mulde, man sieht hier so eine Einkerbung. Hier wollte ich aus so Europaletten einzelne Fächer gestalten, die dann von hinten beleuchtet werden. Also ähnlich wie ich das bei meinem Kasten schon gemacht habe. Nachdem mir da ein Tischler gesagt hat, ja, machen wir unseren Termin aus, ich komme vorbei, hat sich der das alles ausgemessen und sagt dann ernsthaft zu mir, ich habe es mir jetzt anders überlegt, ich finde das irgendwie langweilig, ich möchte nicht so ein uninteressantes Bauprojekt machen. Was? Danke, du Pfeff. Also einfach mal beinhart Absage. Ja, Roomtour machen wir auch noch, aber die Wohnung ist noch nicht fertig. Also ich zeige einfach nicht gern unfertige Sachen her, deswegen dauert das alles immer ewig. Ich will hier noch einiges machen, wie zum Beispiel da oben hängt jetzt einfach nur so eine Glühbirne und ich möchte hier aber tausende Glühbirnen haben, die runterhängen. Dann möchte ich hier noch so einen roten Teppich, aber völlig egal, man sieht hier schon da drüben die Schuhe. Wir wollen ja zu den Schuhen gehen. Ich werde euch aber nicht alle meine Sneaker heute zeigen, denn ich habe gesamt, ja, willkommen in meinem Abstellraum übrigens. So. Der ganze Raum ist einfach nur ein Abstellraum und seit dem Einzug habe ich einfach den Großteil meiner Sneaker einfach in solchen Säcken. Einfach in so, da sind Schuhe dabei, zum Beispiel die habe ich in New York gekauft, kein einziges Mal getragen von Reebok. Alles mögliche dabei, noch solche Adidas, die Superstar, die damals mega lässig waren. Dann hier sind irgendwelche Converse, damals in der Gorillas Kooperation. Also wirklich, das ist eine klassische Jugendsünde, Etadi Sneaker, einfach richtig peinlich. Dann hier meine alten Freerunning Schuhe, hier noch irgendwelche Adidas, also alles voll. Ah. Auch nicht schlecht, der zweite Schuh in einem anderen Sack. Also hier ist ein Sack, hier ist ein Sack, hier drunter sind noch Säcke, hier ist ein ganzer Müllsack. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Sack, da ist noch ein Sack. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich, ich glaube, wenn ich das aufdrehe, dann ist, glaube ich, ein bisschen besser an Beleuchtung. Ja! Willkommen zu Weihnachten! Okay, also, Freunde, hier habe ich die Sneaker stehen, die ich die meiste Zeit lang rocke. Also das sind so meine Lieblingssneaker, die ich auch die meiste Zeit trage. Natürlich, wie wir vorher schon gesehen haben, sind natürlich noch... Einfach natürlich. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft ich natürlich und dementsprechend sage? Wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare. Ist gestört einfach. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ein paar von denen hier durchgehen. Oder wir gehen alle durch. Scheiß drauf. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Die gehen wir im Schnellverfahren durch. Wie immer erzähle ich euch, warum ich mir diese Schuhe... Kennt ihr euch aus, oder? Passt. Los geht's. So. Punkt Nummer 1, den Presto kennt ihr ja schon, liebe Freunde, das ist der Nike Presto, den habe ich für 550 Euro ergattert. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, der ist mir ein, zwei Nummern zu groß, weil ich habe den einfach nicht mehr in meiner Größe bekommen. Feier ich extrem, ich habe in einem Schuh orangene Laces drin und im anderen Schuh die weißen von meinen Vapormax, die gestohlen wurden. Wie ihr wisst, sind ich glaube 8 oder 10 Paar Schuhe weggekommen beim Diebstahl, also die muss man natürlich auch nochmal wegrechnen. Dann kommen wir direkt, die haben wir auch schon 1000 mal gesehen zu meinem wie heißt nicht schnell? Boah, die sind einfach schon so alt, keine Ahnung mehr. Dann, die feiere ich momentan extrem einfach. Es gibt keine geileren Adidas Schuhe als die Adidas Ultra Boost Triple White 2.0. 1.0 eh ganz nice, 3.0, 4.0, alles was danach kommt war einfach nur für den Arsch. Die 2.0 habe ich heute schon getragen, sind mega mega nice. Seit ich die wieder mal aus der Waschmaschine geholt habe, kann man die wieder tragen, aber Leute, nicht zu oft waschen in der Waschmaschine, denn wie man hier schon sieht, das wird einfach gelb dann, dieses Plastik. Preis natürlich eh klar, haben viele von euch vermutlich auch bezahlt, 180 Euro. Ja? Gut,
Dann kommen wir zu meinen Yeezy Boost V2 in Green. Die hatte ich auch in Rot, wurden aber gestohlen. Die trage ich eigentlich kaum noch, aber auf jeden Fall ein nicer Schuh, basic. Aber ich muss dazu sagen, ich kann die eigentlich nur mehr zu einem Farbton kombinieren, der da irgendwie dazu passt. Deswegen werden die selten von mir getragen. Dann vom zweiten Release die Adidas V2 Zebra. Man merkt hier schon am Rand, die Sohle wird gelblich mit der Zeit. Die sind vom ersten, vom zweiten Drop, wie schon gesagt, ziehe ich auch nicht mehr. Sollte ich vielleicht auch mal wieder waschen. Ziehe ich auch nicht mehr allzu oft an, denn ja, seit dem dritten Release hat einfach jeder diesen Schuh und dann wird es eigentlich. Dann wird es einfach langweilig. Hier genauso 220 bezahlt, genauso wie bei den vorigen Leuten, weil ich sie direkt beim Drop bekommen habe. Hier trage ich auch nicht mehr allzu oft Balenciaga Speed Trainer. Dieselben habe ich nochmal in dieser Farbe. Sind eigentlich langweilig, habt ihr alle schon oft genug gesehen. Preis 600? Weiß ich nicht mehr genau. Dann kommen wir zu den V3, die erst vor ein paar Monaten rausgekommen sind. Die trage ich momentan sehr, sehr gerne. Auch wenn viele diesen Schuh haben, feiere ich den einfach, weil ich finde von den V3-Modellen einer der schönsten, mit Abstand einer der schönsten. Orangenen kannst du einfach nicht anziehen. Dieses Sandorangefarben taugt mir gar nicht, Leute. Ah, jetzt habe ich schon einen fast vergessen. Der ist nämlich noch irgendwo da hinten. Ja, Freunde, ich schmeiß eigentlich alle Kartons weg, bis auf ein paar. Die dienen mir hier jetzt so zur Zierde. Und dann müsste... Ah, da ist er. Und da müsste... Ja, genau, der, den habe ich... Wie oft habe ich den getragen? Einmal, zweimal, keine Ahnung, bezahlt 450 oder 500, weiß ich nicht genau. Aber die stehen da einfach noch im Karton. Also die trage ich nie. Trage ich wirklich nie. Gut, kommen wir zum nächsten Schuh, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, den habe ich jetzt im Sommer wieder gern getragen, einer der gemütlichsten Schuhe überhaupt, orthopädischer Schuh, also gesund mit diesen Schuhen hier zu laufen. Mit Grau kann man die super kombinieren, ich finde das einfach ein schöner Farbton, der erinnert mich einfach an dieses, ja, blauliche Weiß von Off-White, das immer wieder verwendet wird für Banner, finde den Farbton sehr, sehr schön. Also leicht cremig hier mit dem Vlies, kann man mit kurzen Socken sehr gut tragen, weil es gibt einige Schuhe, man kann einfach keine kurzen Socken anziehen. Preis 300? Ja, boah, ich weiß es nicht mehr genau. Wie zum Beispiel diese hier. Die kann man einfach mit kurzen Socken nicht tragen, also ich nicht. Da kriege ich jedes Mal Blasen. Preis 350, feiere ich mega. Also das ist meiner Meinung nach immer noch der OG, einfach der schönste Yeezy 5, Yeezy 700er, den bis jetzt gab, Bruder, ist da. Feig finde ich sehr, sehr schön, kann man zu einigen Farben kombinieren, weil hier so viele einzelne Farbnuancen drin sind, dass das einfach klar geht mit verschiedenen. Okay, jetzt fetze ich wieder alle her und dann kann ich es alle wieder sortieren, super Sache. Dann, was geht ab, Alter? Adiletten, Models, müssten dabei sein. Habe ich ein cooles Insta-Foto gemacht, Freunde? Fuck, das habe ich fast vergessen. Folgt mir auf Instagram, schaut vorbei, MaxOBMe, hier kommen in letzter Zeit einfach gute Fotos und Stories. Was ist mit mir los? Ich bemühe mich auf Instagram, das gab es echt noch nie. Also diese Wave nicht verpassen, wenn MacTamir mal motivierend ist, dann geht's komplett ab. Also pro Tag kommen da schon 200 Follower dazu und für meinen Insta-Account ist das noch viel, okay? Okay? Dann folgt mir halt, dann ist das mehr. Wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingspaare. Habe ich auch immer wieder mal gern an und zwar sind das die Blazer. Die sind einfach mega, mega nice. Nike Off-White Blazer, Halloween's Eve, richtig geil. Habe ich hier aktuell mit einem türkisen Band, und einem beigen Band, finde ich mega, mega cool. Trage ich sehr, sehr gerne. Durch diese Schuhe bin ich einfach High-Top-Fan geworden. Ich war davor wirklich kein High-Top-Fan. Für mich mussten Sneaker einfach Low-Top sein. Aber dank diesem Modell bin ich jetzt echt zum Fan geworden. Also diese Schuhe liebe ich über alles. Gezahlt habe ich dafür 550, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Oh mein Gott, mir fällt gleich der Arm ab. Wir machen kurz einen Switch an und das ist jetzt meine rechte Hand. Die ist frei. Grüß euch, Leute. Wir kommen zum vorletzten Paar. Und das haben wir erst letztens reviewed. Haben wir schon gesehen, das sind diese hier, das sind die Nike Element 87, die allererste Version, bezahlt 450 dafür und finde ich mega, mega nice. Also die Schuhe kann ich nur wärmstens empfehlen, aber auch hier lange Socken mit kurzen Socken kriegst du Blasen einfach. Das ist wirklich, wirklich nervig, das fuckt mich jedes Mal an. Und weil ich mich im letzten Video kapital verredet habe, liebe Leute, natürlich war nicht
Retail 500 Euro bei den Jordan von Travis Scott, sondern Resell war direkt nach dem Retail 500. Also der Schuh ist sofort draufgesprungen wie ein Off-White. Das habe ich gemeint, aber ich habe mich voll verändert. Und jetzt kommen wir und das sind die Nike Off-White Blazer in Gelb. Ja, gut gerockt in letzter Zeit, die müssen eindeutig wieder zur Reinigung, aber wie ich meinen Brudi Hunder kenne, mein Herz blutet, werden die einfach nie wieder so sauber, wie man sie das erste Mal bekommen hat. Das ist leider mega kacke. Für die habe ich bezahlt, die habe ich relativ günstig bekommen, um 370, weil ich mich schneller dazu entschieden habe, die zu koppen, nachdem sie Virgil Abloh mit einer Camouflagehose angehabt hat, habe ich mega gefeiert, deswegen habe ich mir die sofort geholt. Was haben wir da noch? Was steht da nachher? Irgendwelche Uncaged Adidas kennt man, glaube ich, auch. Jetzt nicht wirklich was Besonderes. Also, das sind die Schuhe, die ich in letzter Zeit so rocke. Feiere ich auf alle Fälle. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Modell ihr am coolsten findet, welches ihr euch selber kaufen würdet und welches gar nicht geht. Also, welches findet ihr absolut hässlich? Würde mich sehr interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Es kommt irgendwann, wenn dieser beschissene Schuhkasten steht, natürlich noch ein Video, wo ich alle meine Sneaker, also wirklich jeden einzelnen, den ich habe, herzeige und reviewe. Oh Gott, das dauert einfach viel zu lange. Das sind, ich glaube, ich habe 90 oder 100 Paar Schuhe, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dieses Video kommt auf alle Fälle noch. Dauert halt. Also Leute, nochmal, schaut auf Instagram vorbei. Max oben mir hier auf alle Fälle einen Daumen da lassen bei diesem Video. Abonniert den Kanal. Dumme Aussage. Leute, Maximilian Army, da hat schon jeder abonniert. Was getan? Freunde, danke fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Dankeschön, dass ihr wieder mal dabei wart bei mir zu Hause mit einem Einblick ausnahmsweise mal. Wenn die Wohnung fertig ist, wisst Bescheid, gibt's eine Roomtour. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Das war's von mir, euer Maximilian.